sehen wir jetzt hier schon ein bisschen was. Hallo meine lieben Autenten, ich bin Andreas und im heutigen Alltagsabenteuer gucken wir uns an, was jetzt von Zalon gekommen ist. Ihr erinnert euch, vor einigen Tagen habe ich ein Video online gestellt, wo es darum ging, dass ich Zalon ausprobiere. Das heißt, da habe ich mich dann durch die Webseite geklickt. Zalon ist ja ein Dienst, wo man von einer persönlichen Stylistin oder von einem Stylisten beraten und dann zwei Outfits nach Hause geschickt bekommt. Und das ist das Riesenpaket, was jetzt angekommen ist. Ich freue mich total darauf. Ich bin super gespannt, was da drin ist. Es sollen zwei Herbst-Outfits sein. Das hat die Stylistin gefragt, ob ich eher Sommer oder eher Herbst möchte. Ja, dann öffnen wir jetzt mal die Schachtel und gucken da rein. Also ich finde ja schon die Schachtel selber, finde ich schon sehr cool. Die ist auch ziemlich schwer. Wenn wir die jetzt mal aufmachen und klappen. Und dann sehen wir jetzt hier schon ein bisschen was. Was sehen wir denn hier? Wir haben einmal ein Notizbuch. Dann haben wir schon die ersten Klamotten. Die gucken wir uns gleich alle mal an. Dann haben wir hier ein Schreiben. Dein Stil weitergedacht. Zalon bei Zalando. Rechnung. Die Rechnung liegt auch gleich dabei. Also ich sage euch jetzt schon mal, ich werde das nicht alles behalten. Dann gucken wir uns die Sachen mal an. Also zuerst, hier ganz oben liegt offenbar der Stylist Choice, ein Trenchcoat. In Blau, große Knöpfe, schöner Stoff. Ich werde das auch alles mal anziehen. Also hatten wir auch darüber gesprochen, ich hatte gesagt, ich habe sowas nicht. Kann man ja mal anziehen. Ich habe keine Ahnung, ob mir das steht oder nicht. Habe ich noch nie besessen sowas. Müssen wir mal gucken. Dann haben wir erstes Outfit, hier schön zusammengeschnürt im Paket. Das ist ein graues Hemd, das sieht schon mal sehr schön aus, muss ich sagen. Graues Hemd mit Button-Down-Kragen. Dann haben wir von Tommy Hilfiger ein Polo dabei. Das sieht auch qualitativ sehr hochwertig aus. Graues Polo, kann man ja auch nicht viel mit falsch machen, ne? Das ist ja so ein bisschen, was ich so ein bisschen schade finde, in der Herrenmode variiert die Farbe so hauptsächlich von dunkelgrau zu hellgrau zu schwarz und blau und braun. Eine schwarze Skinny von Cheap Monday. Ist verhältnismäßig dick. Und dann haben wir noch Jersey Sakko heißt das. Ja, das ist ja mal spannend. Ah, guck mal, ich denke, da ist bestimmt das ein oder andere Teil bei. Das gefällt mir, glaube ich, sogar ganz gut hier auf den ersten Anblick. Mal gucken, wie das angezogen im Set aussieht. Cool. Und dazu die dunkelblauen sportlichen Schnürer. Also das ist, glaube ich, nicht mein Schuh. Wer weiß, dafür habe ich das ja gemacht, ne? Um mal ein bisschen was anderes auch zu bekommen. So, und dann haben wir noch das zweite Outfit. Ah, ein Gürtel ist da auch noch drin. Also das ist ja schon nett gemacht, mit Schleife immer zusammengebunden. Ein schönes T-Shirt, das ist so ein, ich weiß gar nicht, Farbe rot-braun-lila gemischt. Das kommt wahrscheinlich auch in der Kamera total nicht raus, was das für eine Farbe ist. Das ist doch schon, auch schon ganz schön. Dann haben wir hier, ach guck mal, das ist ja total fast so wie das, was ich gerade anhabe. Ich habe nicht reingeguckt vorher. Auch ein Langarm-Shirt, auch gepunktet. Dann haben wir eine beige Chino. Da hat sie mich mehrmals noch gefragt, ob ich dann auch was Farbenfrohes oder so als Hose, was ich durchaus bejaht habe. So was Beiges habe ich tatsächlich. Mal gucken, wie die sitzt. Vielleicht wird die alte Beige ja durch die neue Beige ersetzt. Dann haben wir hier die lange graue Strickjacke. Die sieht eigentlich auch ganz hübsch aus. Und von Topman ein grünes Hemd. Das ist jetzt. Ne, es hat ein grünes Hemd. Jo, dann werde ich mal bei Tageslicht mir das alles anziehen und euch die Sachen dann an mir vorstellen. So, erster Eindruck von der Verpackung und Auswahl. Passt das schon ganz gut. Also wie gesagt, alles werde ich nicht behalten. Ich denke mal, einige Stücke werde ich durchaus hier behalten. Und dann kommen jetzt die Outfits.
waren auch schon die ganzen Outfits. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Lieblingsteil davon war. Ich glaube, mein Lieblingsstück wird das Sakko. Ich denke, das werde ich behalten und das fatschfarbene Shirt auch. Ich weiß gar nicht, wer sich den Namen für so eine Farbe ausgedacht hat. Schuhe und so weiß ich noch nicht. Auf dem Trenchcoat habe ich gesehen, waren so ein paar Make-up-Flecken drauf. Nicht von mir. Das ist ein bisschen doof, weil eigentlich war der auch ganz schön. Ja, würde mich mal interessieren, was ihr davon gehalten habt. Habt ihr sowas auch schon mal ausprobiert oder wollt ihr sowas jetzt auch mal ausprobieren, wo ihr das gesehen habt? Das würde mich sehr interessieren. Wenn euch die Aktion gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da und abonniert vielleicht meinen Kanal, damit ihr solche Aktionen in Zukunft dann nicht verpasst. Eine meiner nächsten Verhältern erklärt Videos, da wird es um Snapchat gehen. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich auf Snapchat schon mal hinzufügt und ein bisschen mit mir interagiert, damit ich auch mal lerne, wie die Plattform funktioniert. Denn ehrlich gesagt ist da gerade allzu viel noch nicht los bei mir. Also, bis dann, würde mich sehr freuen. Tschüss!